Ja, Simon, schnell noch ein Interview für deinen Lieblingssender, wenn der Schweizer Fernsehen nicht dabei ist, versteht sich. Ja? Vierter Platz, ganz knapp am Podest vorbei, kein Beinbruch. Ja, vor allem der zweite Durchgang war wirklich beherzt. Ich hatte die meisten Pluspunkte, 7 Pluspunkte, und im Durchschnitt hatten einige vielleicht 2, 3. Aber mit so viel Rückenwind eigentlich noch so weit zu springen, war für mich schon eine gute Leistung. Und generell mit dem Wettkampf habe ich nicht gedacht, dass ich körperlich so gut dran bin. Und von dem her, ja, bin ich zufrieden mit dem Platz. Warte mal, hier kommt noch einer dazu. Stell dich doch gleich mal mit her, Wolfgang Leutzel. Ja, da schlagen wir wieder 2 Fliegen mit einer Klappe. 2 sehr erfahrene Springer, die möglicherweise aber unterschiedlich Anlauf nehmen auf die Weltmeisterschaft. Du wirst in Oberstdorf nicht fliegen. Nein, ich werde nach Hause gehen. Ich brauche die Pause auch, um mich zu erholen. Es hängt immer ein bisschen an körperlich, und ich will einfach wirklich ausgeruht anreisen. Heute habe ich mir technisch gute Sprünge geholt, und von dem her passt eigentlich die Mischung. Ja. Wolfgang Leutzel, normalerweise bräuchtest du ja auch nicht mehr zu fliegen. Du bist sicher, also wer dich nicht aufstellt, der kommt vom Mond. Und die Leistung heute ist eine Bestätigung. Kann man damit nicht ins Training gehen und dann in Predazzo noch mehr erreichen? Ja, könnte man. Es ist immer die Frage, was ist jetzt produktiver? Ich habe heuer sehr viel Spaß gehabt beim Skifliegen, deswegen freue ich mich ja schon drauf auf das Oberstdorf-Wochenende. Und ich kann mich erinnern, vor 4 Jahren, wo die WM in Liberec stattgefunden hat, war auch davor Skifliegen Oberstdorf, da war ich auch am Start. Haben einige gesagt, das war Blödsinn, aber ich bin dann Weltmeister geworden, und vielleicht ist es ein gutes Omen. Aha, das heißt also, du spekulierst auch wieder mit dem Titel von der Normalschanze. Ja, der Gerd hat irgendwann einmal gesagt, dass ich der Kandidat bin für ihn, und ja, wenn er Wette abgeschlossen hat, dann will ich ihn nicht enttäuschen. Jetzt habe ich aber gesagt, ich habe den Ammann noch auf der Rechnung. Ja, ich denke, es wird sowieso wirklich ein extrem interessantes Springen, jetzt aus der Saison raus in die WM zu gehen. Bei uns ist es ja später, ist schon Mitte Februar schon fast vorbei, und von dem her, ja, stellt sich die Frage, wer ist wirklich fit genug, um dort anzugreifen. Aber Wuff ist sicher auch so stabil und hat auch so schönen Druck am Ski, dass es ihn auch auf der kleinen Schanze weiterträgt. Guck mal, jetzt guckt der Pointner hier zwischendurch. Alex, hättest du ausnahmsweise was zu sagen, was die Mannschaftsaufstellung für Predazzo angeht? Na, das habe ich nicht, ich wollte mir nur den Weg freischaffen. Aber für jeden. Also du hast keine Information für uns. Ja, der Wolfi hat, glaube ich, alles gesagt. Und ja, wir haben die Mannschaft schon aufgestellt. Ja, aber du kannst sie bestätigen. Dann gib mir die bitte schriftlich, dann können wir das dann... In Ordnung, können wir machen. Die Deutsche stellt sich alleine auf, aber die Österreichische, da muss ich ein bisschen überlegen. Okay. Na, wir werden überlegen und werden sie dann erst am Sonntag nach Oberstdorf bekannt geben. Aber ich sage dir, ich bin sicher, du wirst mit 6 Leuten nach Italien gehen. Ich weiß es nicht. Ich weiß. Aber eins weiß ich, und das kannst du jetzt dementieren, der Leutzel ist dabei. Der Leutzel war halt gut. Der Leutzel ist dabei. Ich weiß nicht, ob ich Italienisch kann, und das müssen wir erst bereden, und dann schauen wir weiter. Wir haben ihn schon aufgestellt. Mach's gut, ciao. Also, Wolfgang, keine Frage, der muss sich bedeckt halten. Er will ja alle Flammen noch am Züngeln lassen, aber wir wissen ja mehr als er. Ich glaube auch. Alles klar. Also, mach's gut, ja? Ciao. Danke.